auf dem Weg zu einem Ort, den viele Pilger und Touristen gar nicht kennen. Das Kloster, in dem Mutter Teresa wohnte, wenn sie in Rom war. Die Missionarinnen der Nächstenliebe, der Orden, den sie einst in den Slums von Kalkutta gegründet hatte. Wir sind auf dem Celio, einem der 7 Hügel, auf denen Rom einst erbaut wurde. Hinter uns, verdeckt von Pinien, liegt der Palatinhügel, wo die römischen Kaiser residierten. Weltweit hat der Orden mehr als 750 Niederlassungen. Das hier ist eine der wichtigsten. Und dennoch ist alles sehr einfach gehalten. So wie Mutter Teresa es stets wollte. Äußerste Demut und Bescheidenheit. Die Schwestern leben zurückgezogen. Für Pilger und Menschen in Not steht ihre Tür offen. Immer wieder kommen Menschen hierher, um das Zimmer von Mutter Teresa anzuschauen. Oder die Kapelle, in der sie gebetet hat. Die Pilger hinterlassen ihre Anliegen, für die die Schwestern beten sollen. Siebenmal am Tag treffen sich die Schwestern hier zum Gebet. Für sie die Grundlage ihrer Arbeit mit den Armen und Ausgegrenzten. In jeder Kapelle des Ordens steht neben dem Kreuz »I thirst«, »mich dürstet«. Die Worte, die Jesus kurz vor seinem Tod gesprochen haben soll. Der Durst Jesu, so Mutter Teresa, wird durch Werke der Nächstenliebe gestillt. Wenn man aus dem Fenster schaut, sieht man gegenüber schon das Bett von Mutter Teresa. 6 bis 8 Mal pro Jahr kam Mutter Teresa hierher. Ihr Zimmer ist heute ein Museum. Auf dem Schreibtisch das rechte Kreuz mit einer Reliquie, einem Blutstropfen von Mutter Teresa. In der Vitrine rechts neben dem Bett ihr Essgeschirr und in den Ordnern die handschriftlichen Ordensregeln. Oben eine Statue der Heiligen mit der berühmten Ordenstracht. Weiß, das steht für Reinheit und Keuschheit. Das Blau zeigt die besondere Verbindung zu Maria. Draußen eine bescheidene Statue für eine Frau, die über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus die Menschen bewegt hat. Seit dem 4. September 2016 wird sie auch offiziell als Heilige verehrt.